Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. Ich bin in guter Stimmung, denn ich habe heute endlich die Bestätigung bekommen, dass ich für meinen Bachelor alle Prüfungen bestanden habe. Yippie-yay! Das Einzige, was noch fehlt, ist die Arbeit an sich und ich denke, diesen letzten Schritt werde ich auch bald gehen müssen, dürfen, können. Aber ich habe mir gedacht, ich belohne mich selbst mit ein bisschen Darksiders 2, denn das Spiel ist doch recht cool. Okay, wir sind hier bei den Untoten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier aufgehört habe. Ich glaube schon. Zwischendurch habe ich das ein oder andere Item von euch bekommen. Das finde ich sehr cool. Danke dafür. Interessanterweise schickt ihr mir immer Items, die noch nicht für mich nutzbar sind. Aber hey, ich glaube, die drei waren es auf jeden Fall. Und vielleicht noch andere Sachen. Also danke dafür. Einige meiner Fans haben auch schon gefragt, oh, könnte ich die Waffe haben? Oh, könnte ich die Waffe vielleicht haben? Und so. Und natürlich, natürlich. Sagt was, ich schicke sie euch. Gar kein Problem. Mein Steam-Profil ist ja auf meiner Seite sofort einsichtig. Okay. So, wir sollen zum Baum. Das habe ich immer noch im Kopf. Allerdings würde ich auch ganz gerne nochmal zurück in die Schmiedelande, nachdem wir ein bisschen Platz gemacht haben. Denn ich muss sagen, es ist alles etwas verwirrend. Und ich habe ziemlich viel Sensen und vor allen Dingen Sub-Weapons und allgemein Zeug, wo ich keine Ahnung habe, warum ich das habe. Naja, schon ein bisschen, aber was soll's. Okay, was tragen wir für eine Sense? Schockschaden und Chance auf kritischen Schaden. Die hier ist doch deutlich besser, hat Frostschaden und Reaper-Energie pro Kill, was ich eigentlich ganz cool finde, muss ich sagen. Die sieht auch sehr interessant aus. Ich glaube, die Art von Sense haben wir noch nie getragen. Würde sagen, zack, die Bumm. Na los, Tod, zeig sie uns mal. Hm, kann ich hier nicht drehen? Gehen wir raus. Hier mal für Sensen. Ja, die sehen mehr so aus wie Fleischermesser, die man so an einen Stock gepinnt hat, damit man sie als Sense missbrauchen kann. Die Dinger sind auf keinen Fall für Handarbeitszwecke gemacht worden. Ziemlich krass. Interessant auch, dass die Entwickler sich Mühe, also richtig viel Mühe gegeben haben, dass die Sensen nicht ineinander lappen. Doch ein bisschen, aber okay. Es hält sich noch in Grenzen. Das finde ich ganz gut. So, die Sense ist auch nicht Neues. Unheilvolle Keule des Frostes? Ja, gerne. Genauso wie mein Zepter. Allerdings, ich bin Level 18, also ist das noch nichts für mich. Die ersten Sachen werde ich hier nicht verkaufen. Die Keule kann so langsam weichen. Was haben wir hier noch so? Faustschild des Blitzes. Verzauberter Faustschild des Eises. Sieht ziemlich cool aus. Muss ich sagen, ich trage doch zurzeit das hier, ja. Ich finde es interessant, dass die Zweitwaffe trotzdem als, ja, höherer Schaden eingestuft wird, weil die Geschwindigkeit mit eingerechnet wird. Weil meiner Meinung nach ist 861 doch etwas höher als 404. Aber das kann auch nur an mir persönlich liegen. Ich bin da vielleicht auch sehr eigen. Tja, dann würde ich mal sagen, schnappen wir uns mal den Faustschild. Ich weiß noch nicht, ob wir groß mit Faustschilden bis jetzt gearbeitet haben. Ich denke nicht. Aber dann ist das doch meine Möglichkeit. Gut. An Klamotten bin ich mir nicht sicher, ob wir wirklich was Neues bekommen haben. Ach du Heilige. Makaroni. Magusrobe. Magie, Widerstand, Erfahrung. Ich habe mir überlegt, ich könnte doch mal auf Magier umskillen, oder? Wäre doch eine coole Idee. Da müsste ich allerdings hier noch eine ganze Menge dabei lassen. Interessant. Gesundheit, kritischer Schaden, Erfahrung, aber Verteidigung, Kraft, Zornkosten, das klingt ganz cool. Kritischer Schaden plus 22% ist natürlich sehr gut. Erfahrung plus 7 eigentlich auch. Ah, die sehen trotzdem ganz cool aus. Gut. Nehmen wir hier noch schnell die Sterne raus, dann gucken wir uns die Gegenstände an. Ich mag es ja nicht, wenn es so besichtigt aussehen. Naja. Was haben wir hier noch dazu gekommen? Der Gnomads! Gnome! Und ich habe mal nachgeschaut. Ganz kurz, natürlich nur so weit, dass ich mich nicht selbst spoilere.
Das war wirklich der erste, den man regulär so finden sollte. Das finde ich ziemlich cool, dass ich den ersten gefunden habe. Zumal auch in dem Artikel ganz oben, da wo das bisschen, was ich gelesen habe, stand, dass die Teile unglaublich hart zu finden sind. Okay, ja, ansonsten hier fehlt immer noch Bereich 2. Und auch noch ansonsten ziemlich viel. Gut. So, hier noch schnell. Klick, klick, klick. Okay, also alles, was jetzt großer Müll ist, verkaufe ich. Alles, was noch ein bisschen, vielleicht noch für den Magus geeignet ist, verkaufe ich nicht. Okay, unsere Sense. Ich denke mal, ja, die, die wir haben, die war dann doch schon ein Stück besser, also bleibe ich auch dabei. Ich habe immer noch ziemlich viel Geld, muss ich sagen. So. Die unheilvolle Keule des Frostes, die bleibt dabei. Alles, was so höhere Level sind, bleiben dabei. Den verzauberten Hammer behalte ich mal noch, damit ich noch eine langsame Waffe haben. Nee. So, alles, was hier noch Level 17 ist und normal, kommt weg. Okay, so. Streuner Schulterschutz der Dornen. Weg. Weg. Okay. So, hier die Magusrobe geht weg. Die Lilane behalte ich. Reisendengewand. Moment, hatte ich das nicht. Ah, Stufe 23. Das kann ich noch eine ganze Weile lang nicht tragen. Leider, leider, leider. Und weg. Und sowieso weg. Und du auch. Und hier und da. Es gibt hier so schnell schöne neue Waffen, die auch was bringen. Deswegen muss ich jetzt nicht wirklich alles einzeln hier auseinandernehmen. Wäre das was für ein Magier? Nein, das war mein vorheriges. Kritischer Schaden wäre eigentlich genau gerade nichts für Magie. Denn Magie braucht keinen kritischen Schaden. Die braucht kritischen Magie-Schaden, natürlich. So, haben wir hier noch was für dich? Son. Relikt, ja, von Etugoth. 3000. Bringen die wirklich nur 3000 oder muss ich die wirklich mal zusammen basteln alle? Also quasi mehrere gleichzeitig verkaufen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Woher soll ich es auch wissen? Ja. Nehmen wir mal noch zwei Heiltränke mit. Wie viele hatte ich? Ja, jetzt habe ich wieder 5. Ist schon gut. Ich gucke nur noch mal kurz bei seinen Sensen, ob da was Gutes dabei ist. Durchschlagsschaden, Kraft, Gesundheit bei Exekutieren. Ich habe nichts, was Exekutieren erhöht. Tja, schade eigentlich. Exekutieren ist doch so schön. Gut, wir bleiben jetzt so dabei. Das sind die Waffen, die ich noch übrig behalte. Eigentlich noch relativ viel, ehrlich gesagt. Naja. Passt schon. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, auf zum Baum. Obwohl. Was ich mich noch gefragt habe, bevor wir jetzt zum Baum gehen, wir hatten doch noch den Ausguck der Wache. Man konnte auch wohl relativ schnell dahin, wo ich hin wollte, nämlich in dieses Loch. Da gab es noch ein zweites Gebiet und ich habe einfach nicht herausgefunden, wie ich durch dieses Tor kam. Das macht mir doch sehr zu schaffen, muss ich sagen. Und deswegen schauen wir hier einfach noch mal rein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Rätsel jetzt auf Anhieb lösen werde, aber ein Versuch ist es wert. Irgendwann werde ich es mir eh noch mal anschauen. Und vielleicht bekommen wir es ja jetzt auch schon hin. So, diesmal muss ich ja nur hochlaufen, es sollte ja alles noch gesprengt sein. Die ganzen Skelette hier unten kann ich ignorieren. Hat die irgendwas gebrüllt? Ach, wer weiß, keine Ahnung. Interessiert mich jetzt auch eigentlich gar nicht. Denn ich will nur schnell hoch. Na, doch ganz schön ruhig hier. Na, da hinten ist mal ein Skelett. Ist jetzt nicht unbedingt viel. Hier oben sind wahrscheinlich noch ein paar. Na, auch nicht. Interessant. Keiner da. Das habe ich nicht gewollt. Oh nein, das habe ich nicht gewollt. Nein, ich wollte ihm nicht den Kopf abschlagen.
Zufall. Hey, die Truhe ist weg. Also komplett weg. So ganz und gar weg. Naja. Und wieder der Knochenspalt. Tja. Und genau wie beim letzten Mal, wir haben nur eine einzige Tafel. Ich stelle mich drauf. Ist das letzte Mal auch schon passiert? Habe ich mich einfach nur total vertan? Das ist merkwürdig. Oder war es beim letzten Mal einfach nicht? Ich hatte das Gefühl, dass das Geräusch zwar dauernd da war, aber die Tür nie aufging. Naja, gut, dann gehen wir mal weiter. Vielleicht gab es auch nur einen kleinen Spielbug. Das Spiel ist ja noch nicht so lange draußen. Ups. Sorry, mein Fehler. Noch nicht so lange draußen, da kann sowas noch passieren. Müsste man doch eigentlich einfach rüberspringen können, oder? Ja, deswegen, was stelle ich mich hier so an? Hey, Bomben! Hey, Gegner. Moment. Ach, geh mal nicht so nah. Nicht so nah, habe ich gesagt. Aha, werfe ich hier Bomben auf Gegner? Direkt vor meiner Nase. Das ist nicht so geplant. Das macht man nicht. Ja, interessant, hier gibt es schon mal die ersten Truhen. So ganz ohne wirkliches Geheimnis. Na komm schon. Ah, interessant, stimmt, wir haben jetzt den Faustschild. Da muss ich drauf achten. Dass ich auch die richtigen Kombis mache. Ja, das macht einen Unterschied. Das macht wirklich einen starken Unterschied. Bis jetzt beim Kämpfen. So, erste Belohnung. Oh, hier schön was Blaues von Anfang an. Oh, unmöglich. Ah, möglich. Nichts ist unmöglich, Toyota. Muss ja auch mal gesagt werden. So, und wiederum eine Platte und noch eine Platte. Ah, hier komme ich also wirklich nur weiter, wenn ich auch meine Seele spalten kann. Obwohl. Dann hätte ich ja das Problem, dass mein Körper hier trotzdem drüben bleibt. Aha. Naja, gucken wir uns die andere Seite einfach mal an. Vielleicht gibt es ja irgendwas zum drunterstellen? Möglich. Nicht unmöglich. Sieht nicht danach aus. Aha. Aber mit den Bomben kann ich hier nichts machen, oder? Uff, die kommen aber schnell nach. Aha, ich könnte dich einsperren. Hey, cool. Das ist ja nicht nur Frostschaden, das ist ja richtig vereisend. Coole Sache, das. Huch, du kannst aber schnell springen. Lustige kleine Gesellen. Tja, tja, tja. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Wäre irgendwas zum Verschieben? Wir haben ja ziemlich viele Einkerbungen. Ah, nö. Cool wäre auch, wenn ich mich... Kann ich mich hier genau teilen und dann durch? Ja, das könnte funktionieren. Probieren wir es einfach mal so. Ah, okay, das hätte auch schon funktionieren können. Ich hätte mich nur ein bisschen beeilen müssen. Ja, nicht A eilen, B eilen. Aber so sollte es doch noch etwas schneller funktionieren. Ach, Schwachsinn. Ja, die Tür muss natürlich erstmal aufgehen. Ich bin immer so voreilig, ja. Schlimm sowas. Ja, es gibt noch die ein oder andere Tugend, die man sich aneignen könnte. Und das Steinbildnis sieht wirklich unglaublich cool aus. Auch wenn ich mich jetzt nicht hinziehen sollte. Es fehlt noch so ein bisschen was zwischen den Knochenflügeln. Also so ganz flugfähig scheint mir diese Statue nicht. Zumal auch wahrscheinlich sehr schwer. Naja, egal. Dort drüben ist eine Truhe. Hier sind Gegner! Da nehme ich natürlich die Gegner. Ich habe das Gefühl, dass interessanterweise mit schnellen Waffen mehr langsamen Gegnern beizukommen ist. Und mit langsamen Waffen eher schnellen Gegner. Verwunderlich. Muss ich sagen. Okay, hier kann ich oben oder unten lang, aber zuerst mal Truhe, 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 Truhe. Truhe. Habe ich es erwähnt. Truhe. Und so.
Muss ja auch mal sein. Einige Lebe. Leider kaum Schaden. Schade eigentlich. Yeah. It's freezing man. Halleluja, it's freezing man. Oder auch Skelette. Okay, komme ich hier oben weiter? Sieht danach aus. Jupp, komme ich. Unten sah es auch danach aus, als ob ich weitergehen kann. Interessant. Und ich glaube, ich habe meinen ersten... Nee, stimmt, blaue Kristalle hatten wir schon früher. Nee, ich würde sagen, meinen ersten blauen Kristall? Nee, die mysteriösen hatten wir sehr oft. Was suche ich denn eigentlich noch? Die grünen, oder? Ja. Die grünen Kristalle habe ich bis jetzt noch nicht so oft gefunden. Tja, jetzt gehen wir wieder nach unten. Nicht, dass ich hier im Kreis renne. Hier hinten gibt es Bomben. Ich habe immer Kampfmusik, ja. Das dachte ich mir, dass hier noch Gegner sind. Au! Ah, da will ich die Bomben gegen sie benutzen und dann benutzen sie sie gegen mich. Schade eigentlich. Hm, ist auch mal wieder eine Tür. Ich gehe nochmal zurück gleich, nachdem ich die Gegner hier vernichtet habe. Stört doch sehr, muss ich sagen. Na komm. Oh, komm, nicht geh. Muss schon zuhören. Wie soll das Ganze hier funktionieren? Sollen wir hier eine ordentliche Performance hinkriegen, ja? Wenn du nicht mitarbeitest. Diese Leute. Man kriegt kein gutes Personal mehr heutzutage. So, ich könnte die Bombe jetzt nehmen und da unten freisprengen. Allerdings würde das wahrscheinlich dann auch schon zu einem weiteren Weg führen. Gucken wir erstmal, was hier unten auf uns wartet. Nur ein anderer Weg in den gleichen Raum. Okay! Ich mag's, wenn es einigermaßen linear ist. Wir haben uns nur einen zusätzlichen Speicherpunkt verdient. Naja, passt schon. So, Bombe. Meins. Meins, 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 meins. Kann ich runter? Yep. Und auf, sag ich! Hey, Karte? Karte! Ich wollte doch mal mir die Karten dann auch angucken. Das ist ganz gut, die Idee. So, hier kommt man ein bisschen weiter nach oben. Interessant, ich hätte eher nach unten gedacht. So, hier kommt man hoch. Hm? Ebene 3. 2, Ebene 1. Komisch. Ah, hier war ich noch nicht. Okay, ich habe mir doch gedacht, dass irgendwo muss es noch was geben. Hm, tja. Wieder mal irgendwas, wo ich was draufstellen muss. Tja. Das ist eigentlich das gleiche Rätsel wie vorher, oder? Brauche ich mir jetzt nicht groß den Kopf zerbrechen. Jupp, reicht sogar. Ja, ich hätte noch gedacht, dass sie so fies sind und irgendwo noch eine weitere Platte verstecken. Das wird zwar gemein, aber hey,